Moin Leute, willkommen im Ruderland. Heute geht es mal um ein etwas anderes Produkt. Und zwar habe ich hier von Rough Power ein Ladegerät, ein Desktop-Charger. Und den habe ich mir gerade bei Amazon gekauft für rund 40 Euro. Kostet immer so zwischen 40 und 50 Euro. Und das Besondere an dem Ding ist, dass das Ding Power Delivery hat. Das möchte ich nicht benutzen, um irgendwie mein Notebook oder das aufzuladen, sondern ich habe ja zwei Canon-Kameras und die Canon EOS Mark II, M6 Mark II kann man ja per USB-C aufladen, wenn man ein Power Delivery Ladegerät hat. Und das Besondere an dem Ding ist, dass es wie gesagt ein Ladegerät, das gleich zwei Power Delivery Ausgänge hat und deswegen schauen wir uns das heute mal an. Die Verpackung selber ist relativ klein und unspektakulär. 65 Watt, 4 Port. Also wie gesagt, maximal 65 Watt gehen. Rough Power PD Pioneer 65 Watt 4-Port Desktop Charger. Von Shenzhen Nearby Express aus China in Shenzhen. Quality Control Pass, super. Welcome to the Rough Power Family, 20 Millionen and counting. Okay, hört sich gut an, packen wir einfach mal an. Packen wir mal aus. Also der Grundgedanke ist ja auch, dass das Ding hier direkt auf meinem Tisch stehen bleibt und dann dauerhaft einfach die Kabel an meinen Kameras verbunden sind, weil ich es irgendwie immer wieder schaffe, dass der Akku gerade dann leer ist, wenn ich aufnehmen möchte. Was haben wir denn hier so drin? So, da haben wir hier noch Papierkram und den Rest legen wir mal zur Seite. Also wir haben hier einen User Guide, ja, 65 Watt maximal X auf jedem Port, aber wie gesagt, insgesamt schafft das Ding natürlich nur 65 Watt. Ja, und weg damit. Dann haben wir noch Privilege Services, 12 Months Free Warranty. Gut, das ist auch wieder so der Standardkram, den man halt kennt von diesen ganzen China-Herstellern. Ich glaube, ich habe von Rough Power, hatte ich glaube ich schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, das ist irgendwie eine Powerbank und so. Und die nutzt, glaube ich, irgendjemand bei mir in der Familie und hat das Ding, glaube ich, immer noch. Und wir schauen uns das Ding jetzt einfach mal an. Also ist jetzt keine komplette No-Name-Marke. Es gibt durchaus, die gibt es schon länger am Markt und die kommen mit einem Stromkabel. Das ist, lass es mal 1,50 Meter sein. Hier haben wir das gute Stück. Ist in schwarz gehalten. Hier oben kann man Rough Power lesen. Hier ist der Anschluss für die Stromversorgung und dann haben wir hier, wie gesagt, zwei Power Delivery Anschlüsse und zwei Smart Anschlüsse. Über die läuft halt so ganz anderen Sachen, so wie Quick Charge und sonst, wie auch immer die unterschiedlichen Dinge heißen. Müsst ihr mal schauen, ob das bei eurem Smartphone, Tablet, was auch immer ihr aufladen wollt, auch funktionieren. Aber ich gehe davon aus, normalerweise laden die Dinger trotzdem mit mindestens irgendwie 10 Watt oder sowas. So, ich schließe jetzt einfach mal kurz an und dann gucken wir mal, ob das Ding noch irgendwie leuchtet oder so. Anschließen. Hier drin gibt es ein paar LEDs, die leuchten. So, was wir jetzt einfach mal machen, wir schließen jetzt einfach mal fleißig Kabel an. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt hier auch nochmal meine Gosun-Steckdose angezeigt, damit man mal so ein bisschen den Stromverbrauch sehen kann. Wir sind jetzt gerade bei 8 Watt, das Ding ist angestopselt. Und ich fange jetzt einfach mal an, Power Delivery. Und wir stecken das in mein iPad Pro. Es lädt. Und jetzt sind wir bei schon über 20 Watt. Okay, also Power Delivery schon mal 20 Watt, ist schon mal schön. Okay, jetzt sind wir wieder bei 42 Watt. Also bei fast 40 Watt sind wir jetzt insgesamt. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind noch nicht bei den 65, aber das liegt, glaube ich, auch einfach mangels der Endgeräte, die ich hier habe, dass das noch nicht ganz so läuft. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie weit diese Dinger schon aufgeladen sind, ob der dann mit schnellerer oder langsamer Geschwindigkeit geladen wird. Jetzt stöpseln wir hier nochmal meinen Kopfhörer an. Ob sich da noch irgendwas nach oben verändert. Also wie gesagt, 40 Watt haben wir schon geschafft, die 65 Watt haben wir noch nicht geschafft. Ja, jetzt sind wir bei rund 42 Watt, ist ein bisschen mehr. Okay, und last but not least. Und damit es nicht langweilig wird, laden wir natürlich auch noch ein Apple-Gerät auf. So, und jetzt sind wir bei 56 Watt, 8 hatten wir vorher, also bei rund 48 Watt sind wir jetzt gerade.
Wir sind noch nicht bei den 65 Watt angekommen, aber es liegt auch einfach an den Endgeräten. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie wahrscheinlich ein MacBook hätte oder sowas, dann würde das wahrscheinlich eher funktionieren. Ah, 50 Watt haben wir noch geschafft gerade. Aber wie gesagt, macht jetzt erstmal einen soliden Eindruck. Ich spüre da jetzt noch nicht, dass es irgendwie warm wird oder sowas, aber das ist jetzt natürlich jetzt auch kein Langzeittest. Aber ich muss sagen, es macht das, was es tun soll. Wie gesagt, ich habe primär vor, meine Kameras hier damit aufzuladen, dauerhaft. Und es ist das Schöne daran ist, ich trenne es mal gerade mal vom Strom. Schups. Genau, dann sind wir wieder unten bei 8 Watt. Gut. Das Schöne ist, das Ding ist eigentlich auch relativ kompakt. Ne? Also wenn man sich das mal anschaut, ne, die Größe, nur mal so im Vergleich. Ich habe hier ein iPhone. Wenn man den Größenvergleich sieht, ne? Also groß ist was anderes. Falls ihr ein Power Delivery benutzen wollt, überlegt euch gerne mal dieses Rough Power Power Delivery Ladegerät anzuschauen, weil wie gesagt, für mich macht das jetzt erstmal einen ganz guten Eindruck. Es tut das, was es tun soll. Und ich werde es jetzt wieder hier am Tisch so in den Dauertest überführen und mal schauen, wie sich das so über die Zeit entwickelt. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Viel mehr möchte ich zu dem Charger gar nicht sagen. Ist halt ein Ladegerät, 40 Euro bis 50 Euro, je nachdem. Ihr müsst mal schauen, bei Rough Power gibt es ab und zu immer so Aktionen, da kann man einfach bei Amazon unten den Haken für den Rabattgutschein aktivieren. Nur schaut mal genau hin, falls ihr das Ding kaufen wollt. Jetzt bin ich fertig, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao, ciao.